Jesus war ihm mehr wert als sein eigenes Leben. Auch ich möchte mein Leben für Jesus geben. Hier seht ihr ein Bild, das den heiligen Franziskaner Engelbert Kolland darstellt. Engelbert Kolland ist heute am 20. Oktober 2024 bei einer großen Feier am Petersplatz in Rom vom Papst Franziskus heiliggesprochen worden. Der Franziskaner stammt aus dem Zillertal. 1827 wurde er in Ramsau geboren. Als junger Mann trat er dann dem Franziskanerorden bei in Salzburg und er bekam dann den Auftrag, als Missionar in das Heilige Land zu gehen. Dort wirkte er in Damaskus als sehr beliebter Seelsorger. Die Leute liebten ihn als Priester, Franziskaner und Lehrer so sehr, dass sie ihn Vater Engel nannten. Leider gab es 1860 ein großes Massaker in Damaskus. Drusen und Osmanen kamen in die Stadt und töteten dort 6000 wehrlose Christen wegen ihres Glaubens. Die Drusen sind eine islamische Sekte. Drusen drangen auch in das Franziskanerkloster ein und verlangten von 7 Franziskanern und 2 Maroniten, die dort waren, ihren Glauben an Jesus abzuschwören. Doch alle bekannten sich zum Glauben an Jesus, auch der Franziskaner Engelbert Kolland, und deshalb wurden sie alle getötet. Mich fasziniert, dass der Engelbert Kolland sich so für den Dienst an den Menschen gegeben hat und er hat sein Leben gegeben für den Glauben an Jesus. Jesus war ihm mehr wert als sein eigenes Leben. Auch ich möchte mein Leben für Jesus geben. Denn ich bin überzeugt, wenn wir auf Jesus vertrauen und wenn wir uns bei Jesus festmachen, dann haben wir eine gute Zukunft und wir haben das ewige Leben.